Hallo Freunde und willkommen Wolf? Zurück zu The Witcher 3, wo wir jetzt endlich erfahren, was damals die gute Anna vom Pferd in den Wald gezerrt hat. Erstmal kommen noch ein paar. Ich werde sogar noch eine Wasserwaffe dabei. Ich glaube, Taxi. Noch eins. Hey, das ist ein Wasserwerfer. Komm, aber lass mich. So. Ah. Und da ist es. Der Unhold, aka Fiend, aka Beast, wie er zwischendurch genannt wird. So, komm her. Wie auf die Schnauze. Das Viech hält nämlich einiges aus. Es hat einen echt nervigen Angriff. Auf wegzurennen. Nicht zu regenerieren und auch. Oh, toll. Einfach so. Einfach so betäubt hat er mich. Ach, meine Güte. Ja, im Hintergrund labern die Mumen irgendwas von wegen, was der alles aus uns rausholen kann. Oh. Komisch, er setzt gar nicht seinen Spezialangriff ein. Bin enttäuscht. So, ganz schnell alles von dir mitnehmen. What was that? Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Enough! I'm taking her away. She's my wife. She'll return home with me. You're welcome to come with us if you wish. Don't touch her. We leave this cursed place now. She's sick. Weakened. Where would you take her in this state, Oxenfurt? It would mean her death. I know how to care for my mother. She's not a rag doll to be ripped from hand to hand. Let her decide. Bye. Bye for dinner. Mood pie. She's incapable of deciding anything just now. A dark spell. It must be. Help her, Witcher. I beg you. Before we do anything, we've got to get her out of here. Crones know we've come for her. Might send another monster, something worse than a fiend. I'll not go anywhere until you tell me you can help her. Break the spell. This is no dark spell, I'm afraid. Well, what is it then? She's been through a lot. Lost a child, was carried off by a fiend, lived in the Crone's village taking care of children who are now gone. It's left its mark, as it would on anyone. So it's hopeless. You can't help her. She's to be like this. I'm sorry. I know a hermit. A very wise man with a gift for healing. Met him some time past. Lives in the Blue Mountains. I shall take her there. Might be worth a shot. I shall go with you. That's impossible, sadly. Why? You have duties. Duties deriving from your commitment to the Church of the Eternal Fire. Once we finish our work in Velen, we return to Oxenfurt. You said you'd save my mother. And I kept my word. Your father can care for her now. He care? You know him! You know what he did to her! He swears to be a changed man. And in his eyes I see true sorrow. Remorse for his sins. He will care for her. And you've a new life and new duties. To the eternal fire. Fear not. All will be well. I will not touch drink. I will find the hermit. And once she is herself again, we will find you. Swear it. You have my word, child.
creatures were made. To kill monsters, it doesn't matter who posted the notice. The coin has to be right, that's all. Witchers don't debate. Their conscience plays no part. They just get on with it, then pick up the coin pouch tossed at their feet and set off on their way. Folk don't expect witchers to save them from themselves. Thank you, Witcher, despite all. May the eternal fire guide and protect you. Farewell. Ja, die Quest hätte auch ganz anders ausgehen können. Nämlich, wenn wir uns damals entschieden hätten, dieses, in Anführungszeichen, Herz zu verschonen, dann wäre die Frau des Barons, also Anna, nämlich ja zu einer Art Wasserweib geworden. Und wenn man es falsch anstellt, beziehungsweise sie wäre, glaube ich, so oder so gestorben. Und am Ende ist das Einzige, was dann sozusagen passiert, also wie gesagt, sie stirbt halt so oder so. Und entweder stirbt sie dann als eben diese Kreatur oder sie kann sich nochmal zurückverwandeln. Ganz kurz. Was sie aber nicht viel bringt, weil sie trotzdem sterben wird. Und am Ende bringt sich der Baron dann selber um. Und er hängt sich mitten in seinem, ja, ich nenne es jetzt mal Bergfried. Ist jetzt so eine Sache. Ist gar nicht mal so schick. Warum gucke ich nicht erstmal, was wir denn für Quests so haben? Also unsere Hauptquest ist auf Level 10. Das ist auch, glaube ich, die nächste niedrige Quest. Spiele gegen Würte ist, glaube ich, auch in Novigrad, genau. Hexeraufträge ist auch 10. 10. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu Triss. Ich freue mich. Ich mag Triss. Grenzposten ist das nächste. Und dann müssen wir hier nach oben. Wir haben noch so viel vor uns. Wir werden noch irgendwann mal hier hin müssen. Aber den Weg dahin werde ich auf jeden Fall... Wobei, wenn ich mich gerade nicht irre, ist das hier eh die Freitagsfolge, dann machen wir das jetzt. Ja gut. Hallöchen, Erdgenius. Hab ich Konstruktöl? Das war gutes. Oh, scheiße. Fluchten, Beduinen, Drakoniden, Konstrukt. Ja, Moment. Kurz gucken, wir haben mal ein neues Schwert. Das ist eine Stahlwaffe sogar. Ja, aber... die drei Schaden sind mir dann gerade nicht wert. Das Viech könnte uns jetzt recht töten. Mehrfach. Aber, wir versuchen es. Gar keinen Schaden. Das heißt, Schwerangriffe all the way. Weil unser DPS wahrscheinlich mit leichten Angriffen trotzdem höher sein müsste. Weil wir halt nicht so die Bosse müssen. Na komm. Au.
dass wir Quinn aktiv hatten. Komm her. Put, put, put. Das Problem ist, es gibt auch nicht irgendwie, wir können nicht irgendwie damit Zeichen arbeiten. Das würde uns leider nicht bringen. Uns bleibt halt wirklich einfach nur ausweichen und draufhauen. Vor allem ausweichen. Ja, ihr habt gesehen, wie viel Schaden einem anrichtet. Der hat sich gerade instant umgedreht. Das war so unglücklich. Sollte mal eben schnell unser Schwert reparieren. Das Problem ist, weil wir können das Öl auch wieder verwenden. Dann sollten wir jetzt nicht angreifen, wenn er sich verteidigt. Weil das sind verschwendete Ladungen. Na komm. Unter dir noch. Düpp, düpp. Nur schön um den Umtänzeln. Boah, das ist dicker. Nervig. Obwohl der sich verteidigt hat, ist der Crit. Respekt. Na, wir sollten öfter das machen. Wir haben ihn zumindest schon mal halb verprügelt. Wenn ich auf meine Uhr gucke, oh, das hat nur 4 Minuten gedauert, also... Und das Öl ist schon wieder ausgelaufen. Holy shit. Oh gut, der ist gerade relativ schwerfällig. Öl. Zucktöl. Das erhöht aber definitiv unseren Schaden. Wow. Problem ist halt, wir können die weder zum Bluten noch zum Einfrieren Sieges bringen, weil unser Schwert ist nicht hier. Ganz geil. Generell Dots. Arschloch. Immer wieder drauf packen können. Das verkürzt den Kampf, glaube ich. Auf. Lass mal regenerieren, was wir am besten sehen. Mal nur, aber wir regenerieren gleich. Weg. Oh, was ist das? Mann, der war doch so gut. Okay. Das lassen wir dann vorerst. Ich werde aber, glaube ich... Ja, ich glaube, ich mache das so... Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen und werde regenerieren, also meditieren und mich dann nochmal mit dem Viech anlegen und das Viech dann mal eben verprügeln. Denn wir hatten halt keine Heilung dabei, das war halt auch ein bisschen kacke.
Wobei, das hätte nicht so viel geändert eigentlich. So. So, eben schnell zum Schnellreisepunkt. Und dann reisen wir einfach, reiten wir einfach an dem Viech vorbei. Wir laufen an dem Viech vorbei. Ach, Kronen und Floren nehmen wir. Entschuldigung. Ja, in der Turmruine sitzt der, sollte ich mir auf jeden Fall auch mal eine Notiz machen. Da habe ich jetzt gerade nicht so die Lust drauf, mich nochmal mit dem Viech anzulegen. Das können wir gerne machen, wenn wir hierhin zurückkommen. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den weiten, weiten Weg da unten hin. Mal gucken, was so auf dem Weg auf uns wartet. Hoffentlich nicht noch mehr Feuergenien. Ach komm, ist doch auf. Oh, danke schön. Not so fast, Roach. Was ist da unten? Ertrunken, okay. Ist mir egal. Ja, ich bin ursprünglich in die falsche Richtung gelaufen. Ganz ruhig. So. So, in der Hoffnung, dass wir nicht in dem Sumpf versacken. Ich glaube, es ist echt sinnvoller, erstmal dem Weg zu folgen, wobei, ganz ehrlich, scheiß auf Wege! Schwerfeldein geht halt wesentlich schneller und wir sehen, hier gibt es keine Wege mehr. Hallo Wölfe. Tschüss Wölfe. So. Da hinten ist auf jeden Fall das riesige Heerlager der Nilfgaarder. Ist also, durchaus einiges los da unten. So. Ausdauer regenerieren. Noch 500 Meter. Oh, ein versteckter Schatz. Moment, was treibt sich da rum? Ach, noch ein Unhold. Ja, nee, ist klar. Level 22er Unhold. Jawohl. Ja, stimmt. Was ich eigentlich noch erklären wollte, der Unhold, Moment, Unholde waren Relikte, glaube ich, ne? Ja, wir haben bei Relikte was Neues, ja, Unholde. Sektoiden, Drakoniden, Konstrukt, Gift, Mikrophagen, Geister. Ich weiß, es ist immer so eine Sache, sich mit solchen Viechern anzulegen, aber ich hoffe, dass der uns zumindest seine Spezialangriff zeigen kann. Oh. Ich meine nicht seinen fucking Hörnerstoß. Ich lasse jetzt gerade mal das machen, aber der hält ja scheinbar nicht viel von. Kannst du aufhören, uns jetzt mal zu betäuben mit deinen Schlägen? Das nervt ein bisschen. Vor allem ist das voll übel, komm. Erst betäubt er uns und dann... Oh, kacke, jetzt zieht das durch. Ja. Wir sehen so gut wie nichts mehr und können ihn nicht anvisieren. Und auch mit Quen kommen wir da nicht gegen an. Das ist ein bisschen abfuck. Und ich meine, dass der Unhold, sind das Biest, der Moon, das ebenso kann. Hält glücklicherweise nicht ewig an, aber es verhindert, wie gesagt, dass wir ihn anvisieren. Und es verhindert, dass wir sehen, wie viel Leben er noch hat. Das ist ein bisschen abfuck. So. Schön drauf. Au. Da haben wir gerade voll auf die Nase bekommen. Hast du das? Du hast das Relikt. Merken wir uns am besten ganz unten rechts. Der damit. Oder auch nicht. Interessant. Eben.
Aber war es so, dass wir nur mit kritischen Treffern Leben regenerieren können? Nein. Oh. Aber die machen wir wesentlich mehr Schaden als den Feuergenius eben. Hast du 3 Level Unterschiede da aufhaben können, ne? Schon irgendwo ein bisschen besser. Komm. No. Yep. Oh, der muss einfach sein Schiff raus. Das kann natürlich sein. Hätte man übrigens auch an der Controller fängt an zu befehlen, wenn der den Scheiß anfängt. Das ist ein nettes kleiner, netter kleiner Warnhinweis. Muss man eben schnell unser Öl nachfüllen. Und unser Schwert reparieren. So. Komm du mal her. Machen die noch, die noch wesentlich mehr Schaden. Ja. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen weiter nach links springen müssen dafür. Au. Wo ist er hin? Da hinten läuft der irgendwo. Wow. Geralt reißt sich ein bisschen zusammen. Wesentlich lieber, wenn man ihn anvisieren kann. Oh. Oh. Na gut, das war kacke. Damit durchgekommen, ja. Hui, fliegen. Auch. Na gut, du siehst mich auch, aber das, davon sind wir jetzt einfach mal ausgegangen. Komm her. Stirb halt einfach. Danke. Puh. Ich meine, das Biestmutter-Gen, was wir von ihm jetzt nicht bekommen haben, wäre auch ziemlich geil gewesen. Notizen eines Banditen. Wie bitte, lieber Papa, du wirfst uns vom Familiengrundstück, deine jüngeren Söhne sind tunichtgute, allenfalls eine Schüssel Grütze wert und Jöffler gibst du alles, sodass wir zusehen müssen, wie wir selbst unseren Weg durch die Welt finden. Nun, Papa, wir sind gegangen und jetzt haben wir unser eigenes Land. Es mag nur ein Hügel sein, der sich kaum aus dem Sumpf erhebt, mit wenigen Bäumen und Gestrüpp. Dort wird nichts wachsen, doch das beschreibt uns nichts. Auf den Feldern war kein Platz für uns, also werden wir wohl nie wieder zur Forke greifen. Was fragst du, Papa, wovon wir leben wollen? Das kann ich dir sagen. Wir haben von unseren Mitmenschen nie viel Gutes erfahren und wir werden es ihnen zurückgeben. Entweder geben sie uns alles, was wir verlangen, oder sie enden wie du, Papa, und dein lieber Jöffler mit einem Messer zwischen den Rippen. Na, das ist ja nett. Okay. Sich teleportierende Leichen. Hm. Mal kurz in die Alchemie, Biesabsud. Ja. Damit können wir nämlich eine Zeit lang mehr tragen. Das wird später sehr praktisch sein. Gerade gegen... Oh, meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert. Nice. Und da klingelt's. Ich bin mal kurz weg und wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Es gibt auch heute keine Sonderfolge. Also, bis nächste Woche. Ciao, Freunde.